Ja, Tag 20 der 10.000 Swing Challenge. Ja, heute mal ja, indoors, weil Sturm angesagt ist. Ich hatte gestern Griffkraftwettbewerb, deswegen bin ich auch ein bisschen mitgenommen, aber nützt hier nichts. Also die letzten 50, nochmal Kontrolle. Nochmal konzentrieren. Also, geh los. Mir wäre gerade von der Griffkraft und nicht gegangen. Das Herz war das äußerste Maximum. Heute, ja, war ja hier mein Begleiter der letzten 20 Trainingstage nochmal mein Dank. 80er Jahre Schweißband, sehr, sehr nützlich. Gerade wenn ich in meinem Gym trainiere, das ist. Zumindest zu dieser Jahreszeit etwas kühler. Da kommt das nicht so extrem zu tragen. Aber jetzt, wo man normale Temperaturen hat, ja, dann merkt man das doch sehr. Man schwitzt viel, viel mehr. Ja. Jetzt habe ich auch real wieder die Schnauze voll für ein Jahr. So, im Winter fängt das dann irgendwie an, dass ich wieder auf die Idee komme, das wäre eine tolle Idee. Gucken wir einfach mal. Im Moment bin ich froh, einfach alles andere zu trainieren, aber keine zweihändigen Swings. Ja, ist durch, ist geschafft. Ich freue mich. Tja, wie hieß das nochmal? Sabine, stundtief Sabine, ja. Heute gab es keine Assistant Exercises. Gestern Meisterschaft und dann noch eine Strongman Show. Das hat mir gereicht. Das hat mir gereicht. Ich habe heute gemerkt, ja, was soll ich sagen, alles lief sehr, sehr easy bis auf Festhalten der Kettlebell. Das war
gerade in den 50er-Sätzen. Also die anderen merke ich nicht, aber die 50er-Sätze sind auch für mich immer, immer wieder hart. Ich habe das schon mal erwähnt, also 10, 15, 25, das ist eigentlich das Warm-up für die 50er-Sätze. Habe ich noch was? Achso, ich habe gemerkt, keine Ahnung, hier, da hat was gezogen bei den Sphinx und dann habe ich mich noch mal konzentriert, hier den Griff der Kettlebell hier zu biegen, zu brechen, dass ich eben halt hier mehr Spannung in der Schulterregion habe, auch die stolze Brust, ne? Und zack, war sofort alles weg. Also guckt mal, wenn ihr merkt, so, da ist irgendwas, vielleicht habt ihr da einfach nicht die richtige Körperspannung. Ja? Gegebenenfalls absetzen, überlegen, was ist los gewesen und dann versucht ihr das zu fixen. Also nicht jetzt so, ich habe jetzt noch 20 Reps vor mir, aber es tut hier weh, lassen. Ja? Es tut weh aus dem Grund. Auf irgendwas nicht konzentriert, irgendwas falsch gemacht, vielleicht einfach auch schon zu K.O., dann bitte absetzen, kurzes Diagnoseprogramm, was ist los, was, wie, wo, ne? Vielleicht nochmal ein, zwei Sphinx mit einer kleinen Veränderung wie Schultern stärker packen, gucken, ob es dann gut ist und dann macht ihr eben halt weiter. Ne? Wir sind hier nicht auf dem Wettkampf und daher einfach Kopf anschalten und so weiter und so weiter. Jede Verletzung kostet euch viel, viel mehr Trainingserfolg als ich schaff das dann durch. Ja, noch was? Ah ja, Teppich. Das ist ein kurzer Teppich, aber trotzdem habe ich das gemerkt, wie das immer so ein Millimeter so gefühlt gerutscht ist. War glaube ich nicht wirklich so, aber es fühlte sich eben halt so an. Und daher achtet eben halt darauf, wenn ihr auf einem neuen Untergrund trainiert, den ihr noch nicht aus dem FF könnt, achtet mal darauf, wie ist der Untergrund. Ist er stabil? Gibt er ein bisschen nach? Wie soft ist er? Und was Schuhe angeht, achtet darauf, dass ihr bitte Schuhe ohne große Sohle habt. Ja? Also, dass ihr wirklich fest, stabil auf dem Boden steht. Barfuß ist super. Ja? Ansonsten gibt es verschiedene Hersteller von Schuhen, die eben halt so null Sohle haben. Bin ich ein ganz großer Freund von. Ist cool. Achtet drauf, wenn ihr neu damit in Berührung kommt. Ja, soll gesund sein, die ganze Zeit tragen. Nein, noch nicht. Eure Fußmuskulatur ist da noch nicht angepasst, weil da wurde ja bis jetzt bei den meisten Leuten fast alles abgenommen. Ja, also deswegen auch selbst bei den Füßen gibt es so eine Art Trainingseffekt und deswegen langsam rein und passt schon. Ne? Und dann werdet ihr irgendwann feststellen, dass sich normales Schuhwerk, was halt sehr fest ist, sehr, sehr auftragend ist, total klotzig anfühlt, weil ihr den Kontakt mit dem Untergrund verliert. Und Kontakt mit dem Untergrund fördert auch das Balancegefühl und das Balancegefühl ist eben halt sehr, sehr wichtig beim Kettlebell Swing. Jo, jetzt heißt es duschen und was essen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der, oder ich wünsche dir viel Spaß mit der Challenge. Und ja, falls du noch irgendwelche Fragen, Kommentare hast, dann ja, schreib mir einfach und ich versuche dir alles zu beantworten. Bye.